Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Multilingual. Heute möchte ich euch testen. Wie gut ist euer Deutsch? Auf welchem Niveau seid ihr? So funktioniert es heute. Du bekommst eine Frage und 4 Antworten zur Auswahl. Ich gebe dir dann 5 Sekunden Zeit zum Überlegen. Nur eine Antwort ist korrekt. Es gibt insgesamt 12 Fragen, 3 für das Niveau A2, Niveau B1, B2 und auch 3 Fragen für das Niveau C1. 2 Fragen davon sind Grammatikfragen und eine Frage ist eine Wortschatzfrage. Alles klar? Dann lass uns loslegen. Lass uns heute dein Deutsch testen. Was ist hier korrekt? Ich gehe heute Abend Fitnessstudio und dann Mark nach Hause. In und zu, ins und mit, nach und zum, ins und zu. Ins und zu. Ich gehe heute Abend ins Fitnessstudio und dann zu Mark nach Hause. Ins Fitnessstudio ist Akkusativ, das Studio, ins, in das und zu Mark. Mark ist ein Name und deswegen brauche ich hier die Präposition zu. Nächste Frage. Ich wünsche Ihnen Urlaub. Einen schönen, eine schöne, ein schönes, ein schönen. Einen schönen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Warum? Hier brauchen wir Akkusativ. Wünschen plus Akkusativ. Urlaub ist der oder ein Urlaub im Akkusativ. Einen Urlaub. Und das Adjektiv hat auch die Endung en. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Aber ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das Wochenende. Okay, nächste Frage. Das ist eine Wortschatzfrage. Heute musst du Geschirr waschen, spülen, wischen, putzen. Welches Verb passt am besten? Heute musst du Geschirr spülen. Waschen machen wir mit Kleidung. Wischen machen wir mit dem Boden oder Staub wischen. Putzen machen wir mit dem Badezimmer oder wir sagen Fenster putzen. Geschirr spülen. Es geht weiter mit B1. Nummer 1. Wir wollen ein Auto kaufen, wir nicht mehr mit dem Bus fahren müssen. Um, weil, denn, damit. Was denkst du? Was ist richtig? Damit. Wir wollen ein Auto kaufen, damit wir nicht mehr mit dem Bus fahren müssen. Der Konnektor damit bedeutet den Zweck. Die Frage ist, wozu? Wozu kaufen wir uns ein Auto? Damit wir nicht mehr mit dem Bus fahren müssen. Es gibt eine Alternative. Um zu. Wenn das Subjekt gleich ist, wir und wir, können wir das mit um zu formulieren. Zum Beispiel, wir wollen ein Auto kaufen, damit wir nicht mehr mit dem Bus fahren müssen. Oder wir wollen ein Auto kaufen, um nicht mehr mit dem Bus fahren zu müssen. Die Frage Nummer 2. Nachdem er mir das erzählt, war ich erstaunt. Erstaunt bedeutet überrascht. Erzählt hat, erzählt war, erzählt hatte oder erzählt hätte. Was denkst du? Hatte. Nachdem er mir das erzählt hatte, war ich erstaunt. Wir benutzen hier Plusquamperfekt. Erzählt hatte. Warum? Mit dem Konnektor nachdem benutzen wir normalerweise Plusquamperfekt,
wenn im Hauptsatz Präteritum oder Perfekt ist. Hier haben wir Präteritum. War. Ich war erstaunt, nachdem er mir das erzählt hatte. Ich hoffe, du hast es richtig gemacht. Nächste Frage. Jetzt haben wir eine Wortschatzfrage. Tom ist am Wochenende 18 geworden. Somit ist er jetzt ganzjährig, minderjährig, vieljährig, volljährig. Welches Wort kommt dir bekannt vor? Was denkst du? Genau, volljährig. Tom ist am Wochenende 18 geworden, somit ist er jetzt volljährig. Wenn du 18 wirst, dann bist du volljährig. Das Gegenteil davon ist minderjährig. Minderjährig bedeutet unter 18. Kommen wir zum Niveau B2, die Frage Nummer 1. Sie unterschiedliche Meinungen akzeptieren, diskutieren die Leute hier gerne. Da, dadurch das, obwohl, trotz das. Was klingt hier am besten? Welcher Konnektor? Dadurch das. Dadurch, dass sie unterschiedliche Meinungen akzeptieren, diskutieren die Leute hier gerne. Kennst du den Konnektor dadurch das? Das lernt man auf dem Niveau B2. Dadurch das ist ein Konnektor, der zeigt die Art und Weise, wie man etwas macht. Die Frage ist also wie oder wodurch. Die zweite Frage auf dem B2-Niveau. Immer sieht er so müde aus, hätte er die ganze Nacht durchgearbeitet. Als ob, als, gar nichts oder wenn. Schwierig, oder? Was sagst du? Als? Bingo, super. Immer sieht er so müde aus, als hätte er die ganze Nacht durchgearbeitet. Diesen Satz nennt man irrealer Vergleich. Als oder als ob ist auch richtig, aber nur, wenn das Verb am Ende steht. Wir können sagen, immer sieht er so müde aus, als hätte er die ganze Nacht durchgearbeitet. Oder immer sieht er so müde aus, als ob er die ganze Nacht durchgearbeitet hätte. Hier müssen wir Konjunktiv 2 benutzen mit dem Konnektor als oder als ob. Und jetzt kommt die Wortschatzfrage. Hier darf man nicht rauchen. Das Rauchen ist hier strengstens versagt, untersagt, abgesagt, gesagt. Verben mit Präfixen, was glaubst du? Was ist hier das richtige Verb? Untersagt. Untersagt bedeutet verboten. Jemandem etwas untersagen, nicht trennbar, das bedeutet verbieten. Die anderen Verben versagen bedeutet scheitern oder Misserfolg haben. Zum Beispiel, ich hatte eine Prüfung, aber leider habe ich versagt. Das bedeutet nicht bestanden. Gesagt kommt von dem Verb sagen, sprechen und absagen. Ich denke, das kennst du, einen Termin absagen. Aber untersagen bedeutet verbieten und passt hier am besten mit dem Rauchen. Bist du bereit für das Niveau C1? Die Frage Nummer 1. Der Tatsache, dass wir nicht liefern können, dürfen wir keine Bestellungen mehr annehmen. Trotz, wegen, angesichts oder zwecks. Ja, das ist das Niveau C1. Das wird schwierig, aber versuch mal. Was ist denn die beste Antwort hier? Die richtige Antwort ist angesichts. Angesichts der Tatsache, dass wir nicht liefern können, dürfen wir keine Bestellungen mehr annehmen. Alle Präpositionen benutzen wir mit dem Genitiv, aber angesichts passt hier von der Bedeutung her am besten. Angesichts bedeutet aufgrund. Somit nennen wir den Grund. Und wir sagen auch sehr oft diese Wörter zusammen. Angesichts der Tatsache das. Merkt ihr das? Okay, jetzt kommt eine sehr schwierige Frage. Versuch es.
Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Regeln schon früher hätten eingeführt hätten können, wären eingeführt oder hätten eingeführt werden können. Ja, das ist eine schwierige Frage. Was glaubst du? Was ist hier korrekt? Was brauchen wir? Die Antwort ist, es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Regeln schon früher hätten eingeführt werden können. Oh mein Gott, 4 Verben? Ist das dein Ernst? Hier haben wir mit dem Passiv, mit Modalverben, mit Konjunktiv im Nebensatz zu tun. Das Verb steht hier nicht am Ende. Achtung! Die Regel lautet, stehen im Nebensatz 3 oder 4 Verben, so steht das konjugierte Verb am Anfang der Verbgruppe. Und die letzte Frage zum Wortschatz. Die allgegenwärtige Werbung vom Fastfood, die gesunde Zutaten zeigt, führt den Konsumenten in die Irre. Die Frage ist, was bedeutet der Ausdruck, jemanden in die Irre führen? Hier haben wir wie immer 4 Antworten zur Auswahl. Nummer 1. Treibt den Konsumenten in den Wahnsinn. Macht den Konsumenten hungrig. Macht den Konsumenten nervös. Oder täuscht den Konsumenten. Vielleicht kennst du diesen Ausdruck. Jemanden in die Irre führen bedeutet jemanden täuschen. Das bedeutet, die Werbung von Fastfood täuscht uns oder führt uns in die Irre. Das war's schon für heute. Und jetzt habe ich für dich eine Aufgabe. Schreibe deine Frage in den Kommentaren und 4 Antworten zur Auswahl. Dann können die anderen kommentieren und die Frage beantworten. Ich würde auch sehr gerne teilnehmen. Egal auf welchem Niveau du bist, A2, B1, B2, C1 oder sogar C2. Ich hoffe, dieser Test hat dir gefallen und du konntest alle Fragen beantworten, sogar die C1-Fragen. Schreib mir bitte in den Kommentaren, welches Niveau du hast, mit welcher Frage hattest du Probleme und welche konntest du ganz einfach, ohne nachzudenken, beantworten. Ich freue mich auf deine Likes und Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich hoffe, dich in meinem nächsten Video bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.